Und heute zu Gast ist... Hockey Dude! Oh, fuck yeah. Ich hab's geschafft. Oh. Nummer 9. Die halt ich hätte schon gelacht, wenn die Strecke einfach 8 heißt. Das ist ja geil gewesen. Oh, Daniel J. hat einen Kommentar abgegeben. Was, wirklich? Ja. Schon er hat ja ewig nicht mehr geschrieben. Hi Daniel J., du bist im Video. Da, was hält Hockey Dude von Daniel J.? Was? Komm schon, du dumme Okay, wenn jemand da hingeht, dann wird er mich sowieso reinschlagen, weißt du, scheiß drauf. Shit. Ich Senpai. Was ist euer Waifu? Mario. Marius. Donkey Kong, hab ich recht. Ha! Du bist echt unsensibel. Der einzige. Oh mein Gott! Was ist denn das? Ja. Entweder du bist dran. Ja, ach was, bitte stress mich nicht, okay? Ich versuche hier niemanden zu stressen. Fuck! Oh. Oh, ich bin dran. Ja, Hockey Dude ist am Zug. Tut! Ich bin. Oh, lol. In welche Richtung sollte ich gehen? Links? Ich hasse Hockey Dude. Ja. Weil ich dich aus dem Weg gehauen habe, verstehst du? Ich hasse Hockey Dude. Ja, ja. Ah, nein! Oh, sieht so aus, aber als. Hey, das ist, glaube ich, eigentlich voll gut für mich. Der, wem eine Grube ja, danke schön. Fällt selbst hinein. Fuck! Ich gehe mal in den anderen. Zwei Weg. Punkte. Ne, 4. Fuck! Wisst ihr, wer mein Lieblings-YouTuber ist? Shimtex. Wer ist das? Kennst du Shimtex? Anthony. Das ist einfach. Anthony. Ist er nicht behindert oder so? Also. Nein, nicht behindert. Oh, sorry, ja, schneid das raus. Warum? Okay. Nein, das hey, Anthony, bist du eigentlich. Ja. Ja, Hockey Dude? Bist du etwa ein Doof-Mann? Ich bin ein Doof-Doof. Wo sind wir hier im Kindergarten oder was? Warum gehst du meine Strecke? Warum gehst du meine Strecke? Oh Mann, Alter. Was ist das? Dis.com? Ihr könnt mich hier gerne mal besuchen, ich wohne in Bayern. Okay. Ich wusste es, man erkennt es, wie du sprichst. Wisst ihr, wo ich wohne? Ich wohne aber nicht in Bayern. Wisst ihr, wo ich wohne? Was, echt? Doch, du wohnst ich in Bayern. Nicht, nein. Ich wohne in Bayern. Oh nein. Ich bin doch nicht fucking Shimtex, Mann. Geh mal auf Hockey Dudes Kanal, oder? Was sind Hockey Dudes Lieblings-Pokémon? Hallo, heute will ich mal ein kleines anderes Video machen. Also das Video ist voll alt, Mann. Cool. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Mein Lieblings-Pokémon ist übrigens Bisasam, also. Bisasam. Hey, geil. Mein Lieblings-Pokémon ist, denke ich, Porenta. Aber der liebe Hockey Dude will sich zu Weihnachten verbraten. Voll Riegel. Ich liebe voll Riegel. Ich hasse mein Leben. Wieso spielen wir das? Minigolf ist einer der besten, ist das deutsche... Hör mir zu. Meme-Golf. Hab ich recht? Okay. Ich bin Maxi. Wie lange hast du für den jetzt gebraucht? Ich bin Mann, Maxi gewinnt. Ha, ja, Baby! Ihr seid so Loser! Nur so also ganz kurz rein theoretisch. Was ist eigentlich, wenn mein Computer abstürzt und meine Audiospur weg ist? Dann müssen wir die vom Computer einfach. Ist eigentlich kein Okay, gut. Ist no biggie. Ja. Ja, aber ich habe eigentlich meine Audiospur halt mit einem besseren Mikrofon aufgenommen. Aber ist in Ordnung, alles gut. Warte, es ist abgestürzt. Ich verstehe die Map nicht. Nee, ist abgestürzt. Wie hat Maxi das geschafft? Durch ein bisschen Grips und auch Wissen. Glück. Oh, nee, ich habe auch gar keinen Bock mehr auf die Map hier gerade. Was ist denn das für eine Scheiße? Wir sollen durchkommen, ich blick's nicht. Leute, das ist die vorletzte Map. Jetzt wir jetzt Bahn überspringen, da haben wir keinen. Ich habe gar keine Lust mehr. Ich habe gewonnen. Ja, eigentlich, jetzt habe ich so gut wie gewonnen. Jetzt ganz ehrlich, sorry. Oh, fuck, ich habe ja fast gewonnen, aber doch nicht. Shit! Meine Verbindung zum Server ist wirklich schlecht. Wirklich? Komm mal noch rein. Kannst du noch irgendwie reinkommen? Scheiße, dann spielen ja nur noch ich und Hockey. Ach, fuck. Das ist schlecht, ja. Hockey und ich übrigens, der Esel, dann ziehen wir zuerst. Ja, vielleicht bin ich ein Esel. So wie Donkey Kong, oder? Lol. Roffel, Alter. Shigeru. Ich roffel auf Miyamoto den Boden. Miyamoto hat einen Esel ausgewählt, weil er Stuhl ist. Nein, da gibt's einen Server, der ist nur für Neko. Das ist jetzt voll, spannend mit uns beiden, Maxi. Schau mal, wir stehen ein Punkt. What the fuck? Ja, das ist spannend. Und vor allem ist auch die letzte Map. Letzte Map mega spannend jetzt. Krass, Alter. Echt? Das krass, ist die letzte verfickte Scheiße. Ja. Das kann sein, aber weißt du was? Vielleicht gewinne ich auch. Wer weiß. Ja. Ganz kurz dachte ich, du hast gewonnen und dann doch nicht. Das komm, ich schau mal zu. Ich tue aber spannendes Commentary. Völlig egal. Völlig egal, wer von uns beiden es gewinnt. Es ist egal, es geht um den Spaß. Es ist egal. Es geht darum, dass wir alle Spaß zusammen haben. Es geht darum, dass wir alle Spaß zusammen haben. Leute. Ich schmeiß mal Internet aus Crash Rum, Alter. Nein, hör auf. Hey, ich hab einen eigenen Kanal. Nein, okay, ich meine damit Crash Rama.
Ich steck mal das Mikro in meinen Mund. Hör auf damit. Mach jetzt weiter, Mann. Ja, ich muss nachdenken. Das ist das große Finale außerdem. Also die Folge, in der das spielt, heißt das große epische Finale. Und ich mag, dass es episch heißt, weil es überhaupt nicht episch ist, wisst ihr? Also so ein... Wir gehen hier so ein bisschen ironischen Humor an. So ein bisschen so... Nenn es am besten, das epische Finale mit PewDiePie. Ja, Maxi, du weißt, dass wenn du es jetzt nicht schaffst, vor mir ins Ziel zu kommen, ja, dann habe ich gewonnen, das weißt du, oder? Ich weiß, aber ich krieg's hin. Gut. Glaube ich dir nicht. Ich glaube an dich, Hockey Dude. Danke, Maxi. Hockey Dude Senpai. Oh, das war knapp! Alter, hör doch auf, Mann. Ich hab gewonnen. Mit sowas. Ich hab gewonnen. So. Alter, was ist denn? Fass mich nicht an. Oh, oh! Ah. Das war knapp, Bitch. Was ist, Anthony? Hähnchen. Ja. Hey, schön. Ich mag Hähnchen. Ja, ich habe noch 40 Sekunden für diese Map, also warum genieße ich sie nicht mit ein bisschen Hähnchen, habe ich recht? Komm, lass mich für dich gewinnen. Nein, Alter! Lass mich für dich jetzt gewinnen. Okay, wenn du jetzt gewinnst, dann muss Hockey Dudes seinen Kanal löschen. Nö. Top 10 Hockey Dudes. Watchmojo.com. Okay, Top 10 haben wir Hockey Dude. Nummer 9 haben wir Hockey Dude. Nummer 8 Theorien. Nummer 7 Theorien Dude. Jetzt machen wir das zu fressen, Alter. Sorry, ich bin fertig. Wie schmeckt's denn so, Maxi? Es schmeckt ganz okay, könnte besser sein. Ich hab verloren, oh. Scheiße. Und natürlich, wie von Anfang an klar, ja, hat der Hockey Dude gewonnen. Ich muss jetzt treffen und dann Nein, du musst auf die andere Seite. Du musst so in ganz spitzen Winkel so. So, genau. Du lügst. Nein, ja, genau so. Probier's. Bist du dumm? Du hast mich vertraut. Du hast gerade in 90 Grad Winkel gegen die Wand geschossen. Ich hab dir vertraut. Gut, dann war das das diesjährige Spookorama. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gastorama, ja. Also jetzt da, hoffentlich hat euch's gefallen. Macht ein Like, macht ein Abo und schaut nicht bei Hockey Dude vorbei. Denn wer als nächster bei Hockey Dude vorbeikommt, der muss bei uns deabonnieren, okay? Schaut mal bei mir vorbei. hoffentlich hat's euch gefallen. 5 Sterne, wenn es euch gefallen hat. 4 Sterne, wenn es euch nicht so gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, welche eure Lieblings-Song-Memes sind. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao. Hast du noch irgendwas zu sagen, Hockey Dude? Ich möchte sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat mit euch beiden. Weißt du was? Du darfst den Endjoke machen. Okay. Sag irgendwas vollkommen abrupt, so richtig laut. Ah, okay. Sternhimmel!